Vortrag heute Samstag auf der Thermikmesse. Und es freut mich, wenn sich hier der Saal wieder füllt für den Vortrag Luftraum. Wir merken, dass es beim Luftraum unheimlich viele Defizite gibt bei dem einen oder anderen und dass auch immer wieder Basics gefragt sind. Wie verhalte ich mich richtig im Luftraum und wie nutze ich den Luftraum korrekt? Ich darf mich vorstellen, ich bin Björn Klaassen. Ich leite das Referat Flugbetrieb beim Deutschen Hängegleiterverband, beim DHV. Bin euer Referatsleiter für alles, was mit Fluggelände, mit Luftraum und mit Naturschutz zusammenhängt. Ein Riesenaufgabenfeld. Und das Thema Luftraum ist immer bedeutender geworden und deshalb habe ich da Verstärkung gebraucht. Und das ist der Helmut Bach, unsere sehr, sehr große Verstärkung. Er selber ist Linienpilot gewesen auf dem A380, auf der 737, fliegt alles, was so fliegt, ultraleicht, Hubschrauber und natürlich leidenschaftlich gern Gleitschirm. Und Helmut, warum fliegst du so gern Gleitschirm? Funktioniert. Ja. Ohren frei, wunderbar. Warum fliege ich so gerne Gleitschirm? Weil es auch so schön unkompliziert ist. Ne? Kannst du ein bisschen runterdrehen? Ja. Weil es so schön unkompliziert ist. Und es ist einfach so, letztendlich ist die Freiheit, die wir beim Fliegen so sucht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Moment, wo das Ding hinschmeißt, ausbreitest und dann, ja, wo es sich vom Boden wegzieht. Ne? Es ist nicht zu beschreiben. Ja, genau. Immer noch, das ist Gleitschirmfliegen, motorloses Fliegen, eben ein Riesending für uns alle. Und ich starte so ein bisschen mit den Folien. Wir wechseln uns einfach ein bisschen ab. Der Helmut erzählt was, ich erzähle was. Und im Helmut sein Spezialthema ist, das betrifft uns alle, eben der Drohnenflug. Wie sieht der Drohnenflug in Zukunft aus in Deutschland? Wie wird er unseren Luftraum beeinflussen? Ihr fragt euch schon wieder Luftraum und was machen wir heute? Und da ist so kurz das Programm. Wir werden auf ein paar Themen eingehen, die uns in der Luftraumarbeit im DHV gerade berühren. Das neue Lufträume U-Space, was mit Drohnenfliegen zu tun hat. Und natürlich auch, dass der unkontrollierte Luftraum, aber auch der kontrollierte Luftraum, den wir nutzen dürfen, etwas komplexer wird. Und ich merke immer wieder in unserer Arbeit, viele sagen, ja, das ist doch, ich habe ein Gerät, da kann ich draufschauen, das sagt mir das schon, da muss ich das alles gar nicht so wirklich verstehen. Und das ist aber die falsche Herangehensweise. Wir müssen das natürlich verstehen, was da läuft. Und das ist unser Fluggerät, der Gleitschirm oder der Drachen. Wir haben manchmal immer so die Vorstellung, wir fliegen allein im Luftraum, aber es gibt sehr viele andere, die diesen Luftraum eben auch mit nutzen. Das sind die Ultraleichtflugzeuge. Übrigens immer erkennbar an dem Kennzeichen, wenn man es denn lesen kann. Delta Mike bedeutet Ultraleichtflugzeug. Die Segelflieger, Helmut, erzähl was zum Segelflug. Ja, Segelflieger kennt ihr alle, sind meistens ziemlich schnell und auch schnell wieder an euch vorbei. Und wir haben ein Kennzeichen, das immer mit Zahlen anfängt, ne? Also Delta 1, 2, 3, 4. Und dann gibt es einige, die haben ein Delta Kilo, Delta K und dann noch irgendwas hinten dran, noch vier Buchstaben. Das sind dann die sogenannten Klapptriebwerke, aber sobald die das dann, also die sind eigenstartfähig oder die können da irgendwie so eine Heimkehrhilfe haben die da hinten drin. Und die haben halt dieses Kennzeichen. Was interessant ist bei den Segelfliegern, ist halt einfach die Geschwindigkeit, das wisst ihr. Wir kreisen so mit etwa 70, 60 km/h, wenn es ein etwas älterer Flieger ist, aber fliegen dann auch mit 180 km/h zwischen den Thermiken hinterher. Ist auch mal ein bisschen mehr, aber 180 ist schon so eine Geschwindigkeit. Das gemeinsame Kreisen mit Segelfliegern und Gleitschirmfliegern, ist das ein Problem? Es geht, aber es ist schwierig. Man weiß halt nie, man kesselt den Gleitschirmflieger ja ein. Ne? Meistens steigen die schneller, dann ist das Problem erledigt. Also der Gleitschirm steigt dann schneller als der Segelflieger. Aber wenn ich mit einem Drachen zusammen in einem Kreis fliege, ich kessel den dann da ein. Also wenn der da mal aus der Thermik raus will und ich bin da, dann muss der da und gucken, wo ist der Kunststoffkasten da. Ja. Also das ist da nicht so einfach. Also ich bleibe mittlerweile weg. Ganz einfach. Okay, dann gibt es andere und da staune ich immer wieder. Im alpinen Bereich, wir sind es gar nicht gewöhnt, dass Verkehrsflieger mit uns im gleichen Luftraum fliegen können. Und tatsächlich, die dürfen auch in dem gleichen Luftraum, Luftraum Echo, ist schon kontrollierter Luftraum, dann mischt sich das, der unkontrollierte Flugbetrieb mit dem kontrollierten Flugbetrieb. Und die Jungs fliegen da auch, wie hier zum Beispiel der Dash 8. Oder der Drohnenflug, der zunimmt, werdet ihr auch schon Begegnungen haben, da gehen wir auch näher dazu ein später drauf. Und natürlich auch Helikopter, die
auch eine Auswirkung haben auf unsere Luftraumnutzung. Vielleicht dazu ein Wort, die Wirbelschleppen von Helikoptern, die können sich brutal auswirken. Da gibt es ein Video im Netz, wo eine Wirbelschleppe sich fortgepflanzt hat zu einem sorenden Piloten am Hang. Ja, und dann sind wir natürlich da, die Gleitschirm- und Drachenflieger, hier der Robin, unser DHV-Geschäftsführer, auch beim Drachenfliegen unterwegs. Helmut? Ja. Ja, das war ein Flug, der vor einigen Jahren schon stattgefunden hatte. Und das war in der Nähe von Nürnberg. Das war ein Gleitschirmflug, der ist ganz legal im Luftraum Echo gewesen. Ist da schön aufgedreht, man sieht also Start und Ziel, auch die Höhen sieht man hier unten, das kennt ihr ja. War also relativ hoch, war also schön im Luftraum Echo, wo er fliegen darf. Und dann kam es, hat es ihm den Tag ein bisschen verdorben. Gibt es eine Folie dazu? Oder? Ja, genau. Das ist der Flugweg eines Canadair-Jet, glaube ich, war das gewesen. Und der Co-Pilot ist geflogen und dann sagt der Kapitän, der war gerade ein Gleitschirm. Und das war etwas aufregend für beide. Wir haben auch mittlerweile mehrere Videos dazu, nicht nur zu dem Fall, auch zum anderen. Das ist ziemlich spannend, wenn man so plötzlich so einen Teil an sich vorbeizischen sieht. Also ja, Helmut, ich habe mit dem Piloten gesprochen. Ich kenne den Piloten auch, der geflogen ist. Und der Pilot sagte mir, er hat ein lautes Rauschen gehört, er hat sich umgedreht, zack, ist ein Verkehrsflieger auf gleicher Höhe in ungefähr 50 Metern an ihm vorbeigeflogen. Und was hat das für Auswirkungen auf uns? Und ich erzähle es euch, wenn man lächelt so ein bisschen, oh, da kommt dann, ist so die erste Reaktion. Aber was wäre passiert, wenn da wirklich was passiert worden wäre? Und es ist schon genug passiert, weil in der Folge, das war auf 1880 Meter, übrigens war der Pilot, der war so strange, dass er weitergeflogen ist. Der hat seinen Streckenflug dann noch fortgesetzt. Also das war für ihn nicht so bewegend wie für den Verkehrspiloten und für die Lotsen, die das dann auch mitgekriegt haben. Da war hier über Neumarkt Oberpfalz die Situation. Was ist daraus passiert für unsere Luftraumarbeit? Das ist bekannt geworden. Wir haben mit beiden Piloten gesprochen. Das ist ganz genau untersucht worden, der Fall, in den sogenannten APEC-Gruppe, also das, wo Soniermissfälle beurteilt und bewertet werden. Und das schon als schwerer Vorfall bewertet worden. Und in Folge in unserer Luftraumarbeit sind wir dann zur deutschen Flugsicherung auch hinzitiert worden. Es wurde gesagt, das muss ein bisschen sicherer werden. Deshalb hat man hier eine Zone drumherum gebaut, eine Transponderzone, die dann in 7500 Fuß beginnt. Also unser Luftraum, den wir nutzen dürfen, ist durch diesen Vorfall kleiner geworden. Und wir haben nicht die größte Lobby und das wird auch, ist ja auch verständlich, wenn wegen einem Gleitschirmflieger ein Verkehrsflieger in Bedrängnis gerät, das wollen wir alle nicht. Dazu muss man im Hintergrund sagen, wenn der Lotse den Verkehrsflieger standardmäßig nach Nürnberg reingeholt hätte, dann wäre er da hinten über den Osten eingeflogen und es wäre nicht zu dieser Begegnung gekommen, weil das im Luftraum Echo natürlich so ist, dass der Motorgetriebenen auf kreuzenden Kurse dem Nicht-Motorgetriebenen ausweichen muss. Und eigentlich wäre der Gleitschirmflieger jetzt rein luftrechtlich im Recht gewesen. Ja, was wir jetzt heute noch ganz kurz machen wollen, ich hoffe, wir kriegen es kurz genug hin, wo wir fliegen dürfen, wo wir nicht. Interessant sind auch die Fragen, die wir wieder zu den Kunstflugboxen und zu den Fallschirmsprungzonen, diese Dropzones, was ich hier so nenne. Da kommen immer wieder Fragen, darf ich denn da reinfliegen, darf ich denn, oder wie mache ich das da, muss ich da Funk haben oder sonst was. Das wird da ganz kurz erklärt. Ne? Und am Schluss so ein bisschen was über Drohnen. Da hat es in den letzten Wochen einiges getan in der Gesetzgebung, sodass wir ein bisschen mehr Klarheit haben, was da auf uns zukommt. Das werden wir nachher dann ganz kurz erklären. Viel mehr dazu erstmal nicht. Gut, unsere Luftraumstruktur in Deutschland. Man muss sagen, es gibt europäische Regeln, die das auf Europaebene regeln und das möglichst harmonisieren und gleich machen. Und trotzdem ist es in jedem Land immer etwas anderes. Zum Beispiel kann in Italien der Luftraum Golf bis Flugfläche 195 gehen. Und bei uns ist der Luftraum Golf, der unkontrollierte Luftraum, endet im Regelfall bei 2500 Fuß, 762 Meter. Das ist unsere Struktur. Und ich behaupte mal, Helmut, unsere Luftraumstruktur ist sehr, sehr liberal, obwohl wir in einem sehr, sehr dicht beflogenen Luftraum fliegen. Das sieht man allein schon daran, dass wir in Luftraum Echo fliegen dürfen, der ein sicher kontrollierter Luftraum ist. Das heißt nicht, dass wir immer eine Kontrollfreigabe brauchen, das wisst ihr ja auch.
Aber es gibt viele andere Länder, da darf man in Eco überhaupt nicht fliegen. Also das ist Spanien, Polen, Italien, sagst du, und da fliegt man einfach nur in Golf. Ne? Und von daher haben wir relativ gute Karten. Zudem haben wir ganz viele flexible Regelungen, die wir ja auch noch ein bisschen vorstellen werden. Ne? Ja, und das sind auch ein bisschen aus der Historie begründet. Ich glaube, damals bei der Luftraumgestaltung in den 50ern und 60er Jahren waren eben auch sehr viele Segelflieger, sehr viele Piloten auch von der Deutschen Flugsicherung, die selber Segel geflogen sind. Und deshalb ist unsere Luftraumstruktur eigentlich eine sehr liberale Struktur. Wenn wir uns das hier so anschauen, das Luftbild, mal ein bisschen dreidimensional dargestellt, da sieht man, es ist eigentlich sehr zugeschnitten auch auf andere, dass die allgemeine Luftfahrt und auch wir Luftsportler diesen Luftraum hier nutzen können. Und ein paar Basics wollen wir jetzt einfach heute kurz erklären und dann gehen wir noch auf ein paar Spezialitäten ein, die uns so angehen. Ja, im Luftraum Golf, das ist eigentlich unser Basisluftraum, den wir benutzen. Ja, da dürfen wir natürlich fliegen und aus der Vergangenheit, früher durften die Drachenflieger auch eben nur in den 70er Jahren den unkontrollierten Luftraum nutzen, auch nur erst bis 150 Meter und später dann umso mehr. Und wir haben uns das erkämpfen müssen im DHV, dass wir heute so einen freien Luftraum haben. Was ist wichtig im Luftraum Golf? Kennt ihr alle, wie hoch darf ich fliegen im Luftraum? Golf an die Wolken ran zum Beispiel. Du kannst bis an die Wolkenuntergrenze fliegen im Luftraum Golf, wenn du nicht oberhalb von 3000 Fuß MSL dich aufhältst. Also wenn zum Beispiel der Kandel liegt auf 3000 Fuß, ungefähr auf 1000 Meter der Startplatz, dort ist es dann so, dass man oben eine andere Sichtflugminima hat. Dann ist es nicht mehr so, dass du die Wolken berühren darfst, sondern in diesem Luftraum oberhalb musst du einen Abstand halten zu Wolken, und zwar ähnlich wie im Luftraum Echo, dass man hier den Abstand zu Wolken hat mit 1000 Fuß und 1,5 Kilometer in der lateralen Ausrichtung. Also das ist eigentlich unser Luftraum, den wir hauptsächlich nutzen dürfen, merken, einfach frei von Wolken, nicht in die Wolken reinfliegen, aber der Gesetzgeber erlaubt das, dass wir da bis an die Wolken ranfliegen können. Dauernde Erdsicht ist natürlich erforderlich und der entsprechende Wolkenabstand ab 3000 Fuß MSL. Wir haben ein kleines Video mitgebracht, ganz witzig, Windenschlepp im Luftraum Golf, kommt aus Schweden. Und, ups, wieso läuft das nicht? Vielleicht kannst du das mit der Maus, ja genau, bedienst mal mit der Maus direkt. Ja. Okay, läuft nicht, dann lassen wir das weg. Luftraum Echo, Helmut, dein Part. Ja, Luftraum Echo, der wird halt immer so als kontrollierter Luftraum bezeichnet. Das heißt einfach nur, die Flugsicherung hat darauf Zugriff, die können also da reingucken und kontrollieren den Verkehr, der sich zum Beispiel angemeldet hat. Das können aber auch im Luftraum Echo durchaus Passagierflieger sein. Die sollen zwar nicht mehr durch Echo geführt werden, aber manchmal ist es unvermeidlich. So kleinere Plätze, Münster, Osnabrück, Paderborn und so weiter, da ist da was noch drin. Die Wolkenuntergrenzen, das seht ihr ja alles, brauche ich euch nicht vorlesen. Warum macht man das? Es ist halt, wie ich gerade sagte, diese kleineren Flughäfen, da fliegt halt eben so eine Canadair oder vielleicht auch eine 737 oder was. Fliegt er durch die Wolken durch, weil der fliegt da nicht um die Wolken drumherum, sondern der fliegt einfach geradeaus und da kommt er aus der Wolke. Und wenn dann direkt an der Wolkenuntergrenze so ein Segelflieger wäre, dann wäre das ziemlich peinlich. Also man hat da wirklich gar keine Zeit auszuweichen. Das ist nicht theoretisch. Es gab auch einen Fall, die APEC, die der Björn vorhin erwähnt hatte, da bin ich mit drin, das ist so eine Gruppe, die beurteilt so gefährliche Annäherungen. Es gab einen Fall in Dresden, da ist eine Condor-Maschine kam da aus den Wolken raus und war mitten zwischen zwei Segelfliegern. Die sind an der Fläche vorbeigehuscht. Das hätten auch Gleitschirmflieger sein können. Ich glaube, da ist bei jedem gerade mal so die Pumpe auf das Doppelte angestiegen, die Herzrate. Also das war da nicht schlecht. Daher diese Wolkenabstände. Ich weiß, es fällt schwer. Man will wirklich jeden Meter auskurbeln und es geht mir manchmal auch so, wo ich denke, wenn es jetzt schon runter. Aber es hat auch einen anderen Vorteil. Wenn ich in einem grauen Dreck drin bin, da weiß ich nicht, wie die Wolkenstraße weitergeht. Ne? Bin ich ein bisschen tiefer,
Da sehe ich immer noch das andere Rennen, ach hier geht der Krempel weiter und da kann ich da halt lang fliegen. Aber das, daher bleibt es ein bisschen weg. Wie gesagt, ich fliege auch Segelflieger. Und es ist immer wieder erschreckend, wenn ich dann Gleitschirmfliegende Kollegen sehe, das sind einfach stehende Hindernisse. Ne? Und das ist, ich bleibe da mittlerweile, wenn ich es weiß, bleibe ich weg, wie gesagt. Der Gesetzgeber ist ja sehr liberal, Helmut. Immer eine beliebte Frage bei so Luftraumseminaren. Wie erkenne ich das, dass ich 300 Meter von der Wolkenuntergrenze bin? Ja, wie erkenne ich das? Pi mal Daumen. Ah ja, ist gut. Letztendlich bleibt ja nichts anderes übrig. Ich kann natürlich jetzt gucken, wenn ich vorher das Wetter gecheckt habe. Ne? Da steht natürlich drin, heute Wolkenuntergrenze so und so mal 4/8 in 3000 Fuß. Aber das steigt ja auch im Laufe des Tages an. Das wissen wir auch. Also das können nachmittags durchaus 5000 Fuß sein. Haltet jetzt einfach einen gesunden Abstand. Aber wenn es so langsam grau und feucht wird, dann seid ihr definitiv zu nah dran. Also das will ich nicht machen. Ne? Ja. Oder auch eine Unsitte vor Talquerungen reinfliegen. Auch im DHVXC, dass Piloten eigentlich einen Vorteil sich ergattern, sogar noch in die Wolke reinfliegen, um dann eine Talquerung zu machen, kann nicht sein, dass man sich da einen Wettbewerbsvorteil ergattert. Ja, Luftraum Charlie wäre praktisch oberhalb von ECHO, also in dem Luftraum, wo wir noch rumfliegen dürfen. In den Luftraum Charlie dürfen wir nicht einfliegen. Helmut, das ist dein Spezialthema. Er hat auch mal so einen Vogel geflogen, einen A380. Ja, das war... Das ist schon ein ganz anderes Leben, schon ein paar Jahrhunderte her. Das war ein A380, weil ich da umgeschult habe, durften wir das Ding mal schon mal antasten, mal anfühlen. Naja, und haben wir das Foto gemacht. Ist nicht so groß, wie es jetzt hier aussieht. Ja, es wird eng. Luftraum Charlie und Delta, kannst du mal gerade weiterklicken jetzt. Das sind die, die uns einschränken. Und da ist jedes Jahr im Herbst gibt es eine Luftraumnutzerkonferenz. Und da versucht man immer wieder auf Kosten der Sicherheit, meistens sind es auch Kostengründe, diesen Luftraum Charlie und Delta einfach immer wieder auszuweiten, damit man diese, wie im ersten Beispiel, die Verkehrsflieger möglichst kurz zum Platz hinführen kann und nicht irgendwelche Verfahren abfliegen muss. Kostet alles Zeit, kostet Geld und das wird man sich gerne ersparen. Von daher ist es immer wieder so ein bisschen so ein Krampf, diesen Luftraum Charlie für uns klein zu halten. Woran sehe ich eigentlich, wo er losgeht? Ich habe da so einen roten Kreis drum gemacht. Die Höhen des Luftraumes, die sind immer innerhalb eingezeichnet. Ist eigentlich auch logisch. Ne? Und woran erkenne ich, dass es innerhalb ist? Das heißt, diese hellblaue Schattierung, das ist der Bereich, der den Luftraum Charlie kennzeichnet. Die fette, oder beziehungsweise diese dunkelblaue Linie, das ist der Außenbereich. Also hier in dem eingezeichneten Beispiel sind es Flight Level 75 bis Flight Level 100. Dürfen wir in Luftraum Charlie fliegen? Momentan noch nicht. Tut sich vielleicht in 10 Jahren was, aber man ist da dran. Aber im Moment dürfen wir da nicht rein, weil wir Funk brauchen. Wir brauchen eine Freigabe, damit ist das ganze Ding gegessen. Können wir auch damit abhaken, wenn ihr irgendwo seht, Charlie, das war's. Ja, ja und geht im deutschen Flachland bis Flugfläche 100, das heißt ungefähr roundabout 10.000 Fuß. Und in den deutschen Alpenrand, da gibt es auf der ICAO-Karte dargestellt eine Linie, das ist die Abstandslinie. Ab dort beginnt der Alpenraum und dort geht die Höhe bis auf Flugfläche 130, also roundabout 3.900 Meter. Und warum das so ist mit diesen ganzen Flight-Leveln, wir reden jetzt plötzlich mit Flight-Leveln und nicht mehr mit absoluten Höhen, das erklärt euch der Helmut in der nächsten Folie. Oh ja. War das hier schon? Okay. Das ist in verschiedenen Ländern noch wieder verschieden geregelt. Also wenn wir heute am Hang stehen und schalten unser Vario ein, dann die modernen Varios, die fangen einfach an, die gleichen die GBS-Höhe mit dem Luftdruck ab und sagen, ah, das ist der Luftdruck heute und damit hat sich das. Das heißt, das Gerät weiß nach kurzer Zeit, das ist mein Luftdruck und damit kann es alle Luftraumgrenzen, die wir so eingegeben haben, ne, kann das Gerät genau bestimmen. Jetzt haben wir diese komische Eigenart, in Deutschland fängt ein anderes Luftdrucksystem ab 5000 Fuß an. Das ist das sogenannte Flight-Level-System. Im Segelflieger würde das so aussehen, als wenn man da noch so eine alte Dose hat. Ne? Man dreht an diesem einen Rad da und verstellt so eine Unterskala. Das ist der sogenannte QNH-Wert oder halt eben der Flight Level. Bei Flight Level stellt man es auf 1013 und damit ist die Bezugsebene für diesen Höhenmesser eine ganz andere. Ne? Und die hat eigentlich nichts mehr mit meiner eigentlichen Flughöhe zu tun. Jetzt würde man sagen, Mensch, habe ich aber noch nie gemacht, ich habe doch nicht da oben im Vario rumgefummelt, um da plötzlich einen anderen Druck einzustellen. Ne? Also wenn ich
einigermaßen modernes Vario habe, dann stellt es das automatisch rum. Ich habe vorhin mal nachgefragt, Skytrax, Navitaire, Audi und so weiter. Die stellen mittlerweile alle automatisch um. Der weiß also, ich komme jetzt über 5000 MSL, kommt erst drüber und dann schaltet er automatisch seine Luftraumgrenzen auf dieses Flight-Level-System drunter. Also ihr müsst euch um nichts kümmern. Ne? Wenn ihr ein älteres Teil habt und ihr da nichts einstellen könnt, dann ist es am besten, ihr sagt euch einfach, dann bleibe ich halt mal 300 Meter weg von dem oder 250 Meter. Das ist so das Maximale, was so dieser Ausschlag sein könnte. Und da bleibt er einfach drunter. Also das ist die Ecke, wo ich da so fliege, da bei Bad Kreuznach. Da haben wir eben Flight-Level 65. Das ist schon relativ hoch und die Kollegen, die da nicht fliegen wollen, die lassen es. Aber hier steht nochmal ganz, ganz wichtig, ne? Der Flight Level ist keine Höhe über Grund oder über MSL oder sonst was, sondern das ist einfach über dieser Druckfläche 1013, die so durch die Hochdruck- und Tiefdruckgebiete so durch die Gegend wandert, ne? Da ist das die Bezugsfläche dazu. Wie gesagt, das Einzige, was uns interessiert, ist, schaltet das Ding um, schaltet es nicht um, jawohl, es tut es und damit sind wir safe. Ne? Ansonsten bleibt halt ein bisschen weg. Helmut, auch an dich als Verkehrspilot in der Berufspilotenfliegerei eine Frage, die immer wieder kommt. Warum fliegt man nicht mit dem GPS? Warum fliegen nicht alle Flugzeuge mit dem GPS? Ach, das ist, wie man so schön sagt, wenn man gar nichts weiß, dann sagt man, es ist geschichtlich gewachsen. Ne? Also ich meine, die ganze Verkehrsfliegerei ist halt immer barometrisch gewesen, auch die Segelflieger und so weiter, wir fliegen alle noch nach barometrischen Höhen, weil die Instrumente halt eben damals da waren. Ne? Und das jetzt, natürlich misst auch ein Airbus, eine Boeing oder was, die messen alle mittlerweile GPS-Höhen, die machen ja auch Anflüge damit. Ne? Aber letztendlich ist in der Fliegerei ist es erstmal auf dem Barometrischen geblieben. Es hat auch Vorteile. Denn man ist unabhängig. Ne? So ein Höhenmesser baue ich ein und damit ist es fertig. Ich brauche keine Informationen von außen. Das ist halt wieder eine gewisse Ausfallsicherheit. Ne? Ja. So, und das ist ein Thema gewesen, mit dem wir uns mit der Flugsicherung bei den Luftraumabstimmungsgesprächen immer wieder auseinandersetzen mussten. Ja. Theoretisch darf man fliegen bis Flugfläche 100. Aber das Problem ist, dass die ersten Verkehrsflieger schon 150 Meter über dieser Flugfläche auch tatsächlich fliegen. Und wenn jetzt ein Verkehrsflieger mit einer großen Masse dicht über uns hinwegfliegt, dann wäre das oder ist mit katastrophalen Auswirkungen auf den Gleitschirmflieger ja zu rechnen. Der Helmut hat so ein Beispiel aus seinem Club, der fliegt ja auch im Club in Langenronsheim und bei den Pfälzer Gleitschirmfliegern und da gab es einen interessanten Vorfall mit einer Pilotin und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, ich habe leider keine Fotos dazu. Bei uns ist die Luftraumuntergrenze 3500 Fuß, dann ist Ende. Und im queren Flug auf Frankfurt auf der Landebahn 07 fliegen die Airbusse halt in 4000 Fuß an, das ist ein 500 Fuß Unterschied. Und den einen Fall habe ich selbst beobachtet, den anderen war da nur, wo die anderen hochgeguckt haben. Es war halt Ostwind, sie ist westlich davon geflogen und die Wirbelschleppe von dem Airbus einfach so richtig schön runtergesackt, ne? Und hat die Piloten erwischt. Die hat einen Totalzerleger gehabt, aber die ist total cool gewesen, so, ging ja wieder auf. Ne? Aber es war halt erstaunlich, dass der locker einen Kilometer weg war, ne? Und sie hat es einfach total zerlegt. Ne? Und es ist ja später nochmal passiert. Und dann haben wir einen Gleitschirmflieger, der ist ein ganz harter, der ist eine Transaltrum rumgeflogen. Der ist auch in die Wirbelschleppe da reingeflogen. Dem hat es dann zwei Bremsleinen zerlegt, was ihn nicht gehindert hat, dann auch mit seinem Hochleister weiterzufliegen. Den Namen kennen wir beide. Ja. Er ist bekannt dafür. Aber jedenfalls, das sind solche Sachen. Bleibt ein bisschen weg. Ne? Wir könnten theoretisch auch bis Flight Level 100 fliegen oder 9.999 Fuß. Ne? Aber dann haben wir den Airbus auf unserer Höhe. Ne? Und es ist in Deutschland das einzige Land, wo wir nicht diese krummen Höhen haben, also da wo wir bis Flight Level 100 fliegen können. Und die Flugsicherung bittet uns immer wieder und sagt, egal was ihr fliegt, ob das jetzt einmotorig ist oder der Gleitschirmflieger, bleibt mindestens 500 Fuß drunter. Ne? Ist zum Beispiel auch definitiv in Slowenien so festgelegt, ne? Maximal Flugfläche 95. Ja. Transponder Mandatory Zones übernehme ich. Um es vorweg zu sagen, wir können nicht mit einem Transponder fliegen. Der einzige Gleitschirmpilot, der es mal probiert hat, war Armin Harich. Der hatte sich was zusammengebastelt, einen Transponder eingebaut in sein Gurtzeug, auch eine Antenne. Und das ist A, nicht ratsam, weil die Strahlung von dieser Antenne so dermaßen stark ist, dass man die Familienplanung schon abgeschlossen haben sollte. Und das Zweite ist,
Transponder ist ein schweres Gerät. Du brauchst eine fette Batterie, um das zu betreiben. Also den klassischen Transponder, wie man es in UL-Motorfliegern oder Segelfliegern hat. Wir haben das mal simuliert, zusammen mit dem Deutschen Segelflugverband. Da ging es um die Forderung, da haben wir zwei wahnsinnig viel Energie reingesteckt, dass wir nicht die Verpflichtung haben, dass wir über 5000 Fuß auch einen Transponder verpflichtend nutzen müssen. Das war nämlich der Vorschlag von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, genau. Die gesagt haben, das kann nicht sein, alle Motorflieger müssen ab 5000 Fuß mit dem Transponder fliegen, aber die Gleitschirmflieger, die Drachenflieger, die Segelflieger, die brauchen keinen Transponder. Das kann nicht sein. Das würde das Fliegen wesentlich sicherer machen, wenn alle Luftverkehrsteilnehmer auch einen Transponder hätten. Und wir sind eine ganze Menge an Piloten. Ihr wisst, wie viel sind wir? 40.000 Gleitschirm- und Drachenpiloten in Deutschland. Wenn alle fliegen würden, was hätte das für eine Auswirkung, Helmut, auf den Radarschirm eines Lotsens? Ja, die Folie haben wir leider nicht dabei. Ich habe gerade geguckt, aber die haben. Also das war schon so. Erstmal, was wirklich, sag mal, toll war, war, die Flugsicherung hatte an diesen Tagen etwa 2100 IFA-Flüge und dachte, wir sind da richtig fett dabei. Und da kam ja nur mit den aufgezeichneten Flugspuren, nur das, was wir aufgezeichnet haben, nicht mal das, 2400 haben wir schon mal gewonnen. Ne? Aber es hat einfach gezeigt, dass wenn so ein Lotse da noch die Signale drauf hätte, das würde nicht funktionieren, der würde am Schluss das wieder ausblenden, damit er da Ruhe hat, ne? Da ist der ganze Effekt wieder weg. Und zum anderen ist auch so ein Transponder irgendwann überlastet. Ich denke, wir sollten das Thema lassen, letztendlich in der TMZ können wir im Moment nicht einfliegen und fertig. Ja. Ist halt so. Dann gibt es aber Gebiete, wo man auch nicht so einfach einfliegen darf. Wenn man in ein Flugbeschränkungsgebiet reinfliegen möchte, eine Restricted Area, und R steht für Restricted, das ist dann europaweit oder auch weltweit immer so geregelt. Sobald ein R hinten dran ist, in Österreich heißt es LOR und bei uns ist es EDR, ED steht für Deutschland, da darf man nur reinfliegen, wenn du eine Freigabe vom Lotsen hast, von der Flugsicherung. Und deshalb sind diese Räume im Grunde genommen für uns tabu, weil im Regelfall kaum einer mit Flugfunk fliegt, aber da unser Appell, wenn ihr sowas nutzen wollt, ist es durchaus möglich. Als UL-Pilot nutze ich das auch, indem ich einfach bei der Flugsicherung nachfrage, kann ich da reinfliegen, und im Regelfall kann man das auch, würde auch funktionieren. Ja, das bringt mich RMZ und Flugfunk, das ist der Helm, den ich mir mal gebastelt habe, dieses Kabelknäuel. Das kann ich natürlich abnehmen mit so einem Stecker, also dass es da nicht im Weg ist, und es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe halt mein Funkgerät eingesteckt, wobei ich halt immer nur eine Frequenz benutze. Das ist halt eben die von unserem Flugplatz lang Lohnsheim, weil die auch die Segelflugsektoren verwalten. Ne? RMZ haben wir eine, die ist in Schwäbisch Hall. Wir haben mehrere, aber eine sehr populäre ist die in Schwäbisch Hall. In Bamberg ist jetzt eine dazugekommen. Die gehen halt nur bis 1000 Fuß über Grund, und da kann man jetzt schon ein bisschen argumentieren, was ist ein Grund. Man nimmt im Allgemeinen, sagt man einfach so, die Flugplatzbezugshöhe, die ist da meistens irgendwo dran, und dann sieht man schon eben, okay, gut, also das ist so etwa die Höhe, wo ich da drüber fliegen muss. Trotzdem, man kann halt nicht drüber fliegen, weil es kann ja durchaus sein, dass ich rein sinke. Ne? Aber so ein bisschen Funk würde da unglaublich helfen. Und ansonsten muss man gucken, dass man als Geländehalter versucht, da irgendwelche Betriebsvereinbarungen zu machen. Gibt es genau dort an dieser Ecke. Helmut hat das Stichwort gegeben, wir haben es gemacht. Donau-Eschingen zum Beispiel ist auch eine Radio Mandatory Zone. Wir haben mit der örtlichen Flugverwaltung oder mit dem Luftamt Stuttgart, damals war es Freiburg, ausgemacht, dass man in einem Bereich fliegen, da wurde abgetrennt. Da konnte man dann fliegen, ohne dass man einen Flugfunk benutzen müsste. Auch das ist damals ausgehandelt worden. Eine RMZ generell in Deutschland, maximal 1000 Fuß AGL, wie es der Helmut gesagt hat, 1000 Fuß, 300 Meter, das ist ja nicht besonders hoch. Also eine Ecke abschneiden kann man, indem man sicher oben drüber fliegt, aber sobald du in eine RMZ einsinkst, eine Flugfunkverpflichtung, eine Meldung an den Flugplatz-Tower des jeweiligen RMZ. Ja, Flugfunk haben wir ganz kurz schon erwähnt. Also man kann natürlich ein richtiges Flugfunkzeug das machen. Das nennt sich da BZF oder es gibt auch noch ein ArtsDef für die Großen. Das ist viel Theorie, und da muss man am Schluss vor so einer Dame oder einem Herrn muss man dann so ein bisschen so Flugfunkbeispiele machen, die fordert einen so ein bisschen raus, macht einen die Stimme. Brauchen wir es überhaupt? Eigentlich bräuchte man es noch nicht mal unbedingt.
schöner wäre es, aber wir haben auch sowas Abgespecktes, das ist nach Paragraph 44. Und das heißt einfach nur, dass wir offiziell dann nicht in kontrollierten Luftraum irgendwie funken dürfen. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht quer durch Frankfurt fliegen und den Tower da anfunken, sondern wir wollen höchstens mal so wie im Segelflugplatz mal anrufen und sagen, pass mal auf, Segelflugsektor, ist der offen oder nicht offen? Ne? Und damit, dafür bräuchten wir eigentlich so ein abgespecktes. Und das ist relativ schnell zu erwerben, kostet auch nicht viel. Was man dazu bräuchte, sage ich jetzt mal, ist ein zugelassenes Funkfunkgerät, aber diese kleinen Yesu oder von ICOM oder sowas, da gibt es ja, da gibt's aber zugelassene mittlerweile. Ne? Ja? Warum ja, also nehmen wir die als Bodenflugfunk? Sagt man? Ja, das verstehen jetzt die anderen nicht. Okay, deshalb, gut. Also hier war gerade jetzt der Einwurf, das müssen wir aber jetzt mal prüfen, weil ganz viele auch im Segelflieger mal drum fliegen. Dass wir die Handfunkgeräte da als Backup benutzen. Und also jetzt wurde gerade gesagt, das wäre jetzt nicht mehr zulässig. Ja, aber das müssen wir mal. Aber noch nie kontrolliert oder. Also die Lotsen sind eigentlich immer sehr zufrieden, wenn man überhaupt mit denen spricht. Ja. Und du betreibst da eine Flugfunkstelle und deshalb musst du das Funkgerät entsprechend anmelden und du darfst auch nur zugelassene Flugfunkgeräte nutzen. Das ist ja klar. So. Und da gibt es eine Liste, ja. Ich glaube, das sind 3 Stück. Der Horst Bartelmess hat das mal recherchiert, haben wir bei uns auch auf der DAV-Seite dargestellt. Mit diesen Geräten kann man dann da also, auch auf gut Deutsch. Müsst ihr halt jetzt mal weghören, ne? Aber nehmt die Dinge einfach, das ist mir noch besser, als gar nichts zu haben. Ne? Also macht das mal. Okay. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, Helmut, Kennzeichen, das ist auch eine beliebte Frage. Muss ich jetzt ein Kennzeichen aufkleben auf mein Fluggerät, wenn ich mit dem Flugfunk mich unterhalte? Und ja, man muss ja irgendwo erkennbar sein. Also ich meine, das ist sehr unklug oder funktioniert halt nicht. Ich bin der Otto mit dem gelben Gleitschirm über Regensburg und dann werden die mit dir eigentlich auch nicht kommunizieren. Also ein Kennzeichen ist erforderlich zum Flugfunk, damit man sich auch identifizieren kann. Für die Gleitschirm- und Drachenszene haben wir ein besonderes Kennzeichen. Kennt ihr das, wie das geht? Delta steht für Deutschland. Und dann oben steht es, ne? November heißt nicht motorisiert, während ein Mike ein Ultraleichtflugzeug ist, ein Echo ist ein 2-Tonnen-Flieger oder dann haben wir die Ballons mit Oscar, also ein O oder ein Helikopter mit dem Hotel. Ne? Genau, und so sind wir eben identifiziert, Delta, November, zum Beispiel dann Alpha, Bravo, Charlie. Und dieses Kennzeichen könnt ihr euch beim DHV holen. Wir haben extra eine Datenbank und das ist dann zugewiesen auf den Halter und das Gerät. Also ich muss dazu sagen, nicht, dass ihr es erschreckt. Ne? Ihr müsst es nicht machen, das ist völlig klar. Wenn man nur am Hang rumfliegt oder mal so ein bisschen hier im Hunsrück da so ein bisschen so 20, 30 Kilometer fliegt und keine großen Ambitionen habt, kann man wunderbar ohne das Zeug fliegen. Ne? Aber wenn ich vorhabe, was eben bei uns auch schon passiert, 300 Kilometer quer durch die Republik von Schriesheim aus oder sonst sowas, dann ist es einfach sinnvoll, wenn ich an Stuttgart vorbeifliege und oder da in Schwäbisch Hall und kann einfach sagen, ist der Segelflugsektor, ach ja, und dann, ja, kannst du durch, fertig. Ne? Und das hilft mir also wesentlich mehr. Ne? Gut, dann hören wir Dropzones, also die Fallschirmsprunggebiete. Das ist immer wieder so ein Missverständnis. Die sind kein gesperrter Luftraum, wie ich es da hingeschrieben habe. Aber es ist natürlich blöd, wenn ich sehe, die fallen da schon vom Himmel. Und ich fliege da erst im Gleitschirm einfach weiter, weil die sind ziemlich schnell, die Jungs da. Man fällt so mit etwa 220, 230 Stundenkilometer. Und wenn man dann zum Beispiel Headdown macht oder Freeflight, dann sind das auch schnell mal 300 oder Sitflying. Also da würde ich mich einfach fernhalten. Und das ist auch, wo ich dann wieder den Vorteil im Funk gesehen habe. Ne? Ich rufe da einfach rein, entweder habe ich die FIS oder ich rufe einfach am Platz an und sage, Samuel, ja, die Maschine ist gerade am Boden, kannst durch. Ne? Sagst du, ich brauche aber eine halbe Stunde bei der Thermik. Ja. Oder er sagt, heute ist sowieso nichts, ne? Aber die Symbole sind halt immer eingemalt. Ne? Also in diesem Fall sind es halt eben dieser gestrichelte Kreis da, den habe ich nur so ein bisschen gehighlightet, damit man so ein bisschen sieht, wo das ist. Ne? Ansonsten bleibt einfach bitte weg. Ne? So, das, was der oben mit seinem Zweimod macht, das ist durchaus normal. Zeit ist Geld und wenn der die Springer rausgeschmissen hat, dann will er gucken, dass er schnell wieder unten ist. Das kann man natürlich mehr oder minder sportlich gestalten. Das war da wieder sportlich. Aber es gibt auch eine Aufnahme von mir, wo der Flieger hinten dran ist und ich grinse da doof in die Kamera.
Es ist schon irre. Bleibt da weg, seid ihr in Abfunk. Ne? Ja, wir sind hier in der Schwäbischen Alb und das interessiert hier die schwäbischen Piloten vielleicht. Wer dort fliegt, muss auch Bescheid wissen. Hier gibt es Segelflugsektoren, die wir als Gleitschirm- und Drachenflieger, motorlose Gleitschirm-Drachenflieger, mitnutzen können. Und zwar ist die Luftraumstruktur um Stuttgart herum eigentlich sehr kompliziert, aber es ist auch aus der Historie begründet ein sehr wichtiges Gebiet für alle Segelflugzeuge, später dann die Drachenflieger und Gleitschirmflieger. Wir haben ein paar Gelände, die sind sehr attraktiv, wie Neidlingen oder der Hohe Neufen, Neufen Nord oder Neufen West, wo wir fliegen können. Wenn man da aufdreht, würde man sofort in den Luftraum Delta kommen. Also das ist nicht die eigentliche Kontrollzone, aber das ist die Delta, die dann oben drüber gesetzt worden ist, über Luftraum Golf oder Echo. Und da gibt es eine Dauersendung, die von der Deutschen Flugsicherung bereitgestellt wird. Wenn Segelflugsektoren aktiv gestellt sind, dann darf man da einfliegen. Aber man muss natürlich wissen, wie hoch ist es. Da wird zum Beispiel der Delta-Luftraum, der sonst bis 7.500 Fuß geht über Geislingen, wird dann einfach hochgesetzt, beispielsweise auf 9.500 Fuß, abhängig von der Wetterlage und von der Anflugrichtung, die die Verkehrsmaschinen in Stuttgart dann nehmen. Und das hört man über die Banddaueransage, über Flugfunk. Den müsst ihr einstellen. Das Nervige ist dabei, der quatscht die ganze Zeit. Der sagt dann Sektor Alp Nord die Höhe, Sektor Alp Ost eine andere Höhe. Das muss man wissen. Wenn diese Höhe wieder runtergesetzt wird, das heißt, es wird deaktiviert, die Segelflugzone, dann muss man das im Normalfall in 10 Minuten verlassen. Und das muss zuverlässig klappen, weil die Segelflieger werden echt sauer, wenn diese Errungenschaften, die wir oder die Segelflieger ursprünglich mal ausgehandelt haben, durch Gleitschirm- und Drachenflieger unterlaufen werden, hatten wir mal eine ganze Menge Stress vor ein paar Jahren. Also deshalb, das ist ganz wichtig, dass ihr das einhaltet. Und das geht eben nur mit einem Flugfunkgerät, in dem man das entsprechend abhört. Da kann ich mal gerade dazwischen grätschen. Ich habe letztens gehört, es soll also eine technische Lösung geben, wo das Volumen, also die Tonhöhe, der Bandansage, die wird erst dann wieder angehoben in deinem Kopfhörer, wenn ein bestimmtes Signal kommt. Das heißt, ich schalte das ein, ihr hört das so 2-3 Minuten, ne? Und dann geht die Lautstärke zurück und dann gibt es wieder so ein Signal. Und wenn das kommt, bei einer Änderung zum Beispiel, das schickt die DFS damit rauf, ne? Und wenn das Signal kommt, dann wird jetzt Volumen wieder lauter und dann hört man wieder, ach, da ist eine Änderung, müsst ihr wieder mal hinhören. Ne? Ja. Das ist jetzt ein Beispiel, das haben wir mal gemalt, als es in Bamberg darum ging und da haben wir auch so ein Streckenflugseminar haben wir das gemacht. Wenn man hier ist ich bin jetzt hier im Nordwesten, wenn man Nordwesten nach Süden fliegt, dann muss man also ganz weit um diese EDR 137 fliegen oder versuchen, durch diese kleine Lücke da bei 5.500 sich da durchzumogeln. Aber wenn man zum Beispiel die Segelflugsektoren kennt und hat da eine Frequenz dazu, dann fragt man mal ran und wenn man dann plötzlich hört, ja, Segelflugsektoren sind offen und dann wird plötzlich, wenn du mal eine drückst, dann wird plötzlich ein riesiger Bereich, das sind die anderen, genau, die kommen dazu, und dann wird dieser ganze gelbe Bereich plötzlich frei. Das ist so viel, was da plötzlich frei wird. Und das ist eine ganz andere Nummer. Da kann ich also wieder rechts und links gehen und kann mir die Wolkenstraßen aussuchen und da durchfliegen. Ne? Aber wie gesagt, leider halt Voraussetzung ist halt ein Flugfunk, wo ich so ein bisschen dafür werbe. Aber ich höre, es gibt halt immer mehr Leute, die jetzt das machen. Also Streckenflieger, dann klappt also das auch. Gerade auch, wenn man in der Umgebung eines Flugplatzes, wie zum Beispiel Leipzig-Laucha zum Beispiel fliegen möchte, dann muss man sich einfach intensiv damit beschäftigen. Das können wir heute jetzt nicht machen. Wir machen so einen kleinen Schweinsgalopp durch die Themen, die wir für wichtig befunden haben, um euch mitzuteilen. Ein Ding ist zum Beispiel auch, was auch mit dem Luftraum zusammenhängt, wo wir sehr viel Zeit reinstecken mussten. Das war der Bernd Böing und unser Vorsitzender der DRV und ich. Wir haben uns sehr stark mit dem Naturschutz auseinandersetzen müssen über diese Bird Areas, erbschaftsrelevant Bird Areas, sogenannte ABAs, die eingerichtet worden sind, weil das sensible Gebiete sind. Und der ursprüngliche Gedanke ist, dass alle Motorflieger mindestens 600 Meter über diese Gebiete hinwegfliegen. Und das können wir gar nicht als Segelflieger oder als Gleitschirm- und Drachenflieger. Und wir argumentieren, das ist deshalb gemacht, damit
weil wir ja in den einzelnen Fluggeländen schon alles ausgehandelt haben mit dem Naturschutz, dass es dann funktioniert. Aber es ist immer mehr Forderung vom Naturschutz, dass wir wegbleiben von diesen Gebieten. Und das wäre für unseren Streckenflug natürlich fatal. Da geht es beispielsweise um Schneehühner, da geht es um Birkhühner, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und deshalb bitten wir das auch zu respektieren, um möglichst hoch zu fliegen über solche Gebiete. Dann ein anderes Spezialthema, was auch mit Luftraum zusammenhängt, aber auch mit der Fluggeländezulassung, sind Windkraftanlagen. Die werden jetzt wieder, wir hatten diese Diskussion schon vor 5 Jahren, jetzt aktiv mit der Energiewende und diesen Notwendigkeiten von Energie, wird uns das wieder treffen. Wir haben beispielsweise im Schwarzwald jetzt schon einige Projekte, die laufen, dass Windkraftanlagen direkt vor unsere Nase gepflanzt werden. Und wir müssen in irgendeiner Weise damit umgehen. Wir können diese Windkraftanlagen praktisch nicht verhindern. Und das ist auch die Frage, wir brauchen ja auch die Energie, sind wir alle von betroffen, welche Auswirkungen hat es? Wir hatten mal einen Versuch gemacht, das ist schon länger her, 2015 sind wir extra reingeflogen in diese Wirbelschleppen, der Simon Winkler und ich hier in Bösingen sind hier reingeflogen, haben simuliert, hatten damals eine Drohne steigen lassen mit einer Rauchpatrone, um zu checken, wie groß sind die Wirbel, wie dicht kann man tatsächlich ranfliegen an solche Windkraftanlagen. Da sieht man das gute Schnittbild von oben. Jedes Mal, wenn der Rotor da einkreist, zieht es auch eine Wirbelschleppe hinter sich. Wir haben das getestet, empirisch, es ist nicht abschließend gewesen. Wir haben insgesamt 25 Testflüge gemacht. Wir sind ganz dicht rangeflogen bei wenig Wind und weniger dicht rangeflogen bei mehr Wind. Aber was kann man unterm Strich sagen? Da wird ja Energie rausgenommen aus der praktisch aus der Luft. Es ist zwar nicht so fatal wie hinter einem Propeller, der, sag ich mal, Kraft reinsteckt, um seinen Vortrieb zu erbringen. Deshalb war das, man kann es sagen, zusammengefasst bis zu einer Windgeschwindigkeit 10, 12 Stundenkilometer relativ unproblematisch. Danach wird es problematischer. Wir hatten auch Klapp bei uns eingefangen. Und interessant war auch, dass es 300 Meter, 400 Meter hinter den Windkraftanlagen einen Verstärkungsmoment gab. Es war dort wesentlich turbulenter, als wenn du direkt daran geflogen bist. Ja, Thema Außenlandung, Helmut. Nee, ist ja eigentlich dein Thema. Ist eigentlich mein Thema. Ich habe erst gestern im Büro im DAV das bearbeitet. Eine Anzeige von der Polizeibehörde, das an die Staatsanwaltschaft ging, eine Außenlandung eines Piloten. Und da ist die Frage, was macht der Pilot oder welche Antworten gibt er da oder was war seine Intention? Nur zum Beispiel, im Illertal gab es immer wieder so, dass Polizeibehörde Piloten verfolgt hat, die nicht auf dem Landeplatz gelandet sind. Und eine Außenlandung ist nur dann legal nach § 18 Luftverkehrsordnung, wenn wir uns auf einem Streckenflug befinden, das heißt, einem Streckenflug, ich starte beispielsweise am Nebelhorn und fliege jetzt mal fiktiv nach Füssen, macht da mein Dreieck zu und fliegt wieder zurück, wenn ich einen Dreiecksflug mache. Wenn ich da jetzt bei meinem Auto landen möchte, dann ist das illegal. Dann ist das kein legaler Flug. Wenn ich abgesoffen bin, wenn die Thermik nachlässt, wenn der Aufwind in irgendeiner Weise nachlässt, natürlich kann ich dann auf jeder Wiese landen, die möglich ist, ohne dass eine Gefährdung besteht. Aber das Wichtige ist, ihr plant einen Flug, das heißt, ihr fliegt irgendwo hin und ihr müsst ihr auch so planen, dass ihr auf einem zugelassenen Landeplatz landet. Und wenn die Thermik euch verlässt, dann ist es natürlich legal, aber das muss man im Hinterkopf haben. Also es geht einfach um Intention. Also wenn dann irgendwo die Grünen oder mittlerweile Blauen, wenn die da ankommen, ihr sagt, ja, ich darf hier sowieso überlanden, dann stimmt das halt eben nicht. Ne? Das ist halt, wenn die dann zum dritten Mal sehen, der landet neben seinem Auto, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass er da ein paar Meter sparen will. Ja, aber und wie ist es dann auch bewährt? Ist es als Ordnungswidrigkeit mindestens bewährt? Die Polizei hat das sogar an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, also viel zu hoch aufgehängt. Aber als OWI wird das schon bewertet. Und OWI ist zuständig, das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig. Also das heißt, dann geht die ganze Akte an das LBA, was jetzt gemacht worden ist. Und das LBA befragt den Piloten und es gibt dann irgendwann mal ein OWI-Verfahren. Und wenn er gezielt zum Beispiel hinterm Garten gelandet ist oder hinter seinem Haus und hatte keine Außenlandeerlaubnis, dann ist es illegal. Ja, ja, das sage ich auch mal wieder was. Ja. Genau, gibt es noch nicht viel zu hören. Da haben wir ein eigenes Seminar zur Luftraum-Advance und was. Und letztendlich geht es darum, wenn ich losfliegen will, egal ob ich eigentlich nur am Hang rumfliege oder
ob ich irgendeinen Streckenflug plane. Natürlich gucke ich mir vorher das Wetter an, das ist völlig klar. Mache ich ein Wetterbriefing. Und am besten ist es natürlich, wäre auch dokumentiert, wenn man so eine deutsche Wetterdienst, kann man sich anmelden, kann das dokumentieren. Oder zusätzlich, was ich noch brauche, ist auch ein NOTAM-Briefing. Ne? Also NOTAM, das gibt mir Auskünfte über gesperrte Lufträume. Bei uns ist jetzt gerade zum Beispiel Rammstein-Konferenz. Ne? Da ist es so, dass wir jetzt nur fliegen dürfen, wenn wir einen Funk oder Transponder anhaben oder sowas. Wenn ich mir das vorher nicht angucke, das NOTAM, und fahre an unseren Hang und mich wundert, warum plötzlich ein Hubschrauber vorbeikommt, der mich zur Landung sinkt, dann weiß ich, da habe ich was falsch gemacht, da hätte ich mal besser geguckt. Das ist ein langes Thema, will ich auch nicht breitreden. Es gibt Apps, VFR NOTAM App nennt sich das, die ist super. Ja, bisher nichts gefunden, was die anderen nicht auch hatten oder umgekehrt. Also das kann man auf der Fahrt zum Fluggelände tippt man das mal kurz an und sieht, pass auf, heute ist alles egal und fertig. Ne? Also okay. VFR NOTAM App, könnt ihr euch mal angucken. Also unterm Strich, ihr müsst eine Flugvorbereitung machen. Es geht nicht einfach so losfliegen. Das ist Pflicht nach Luftverkehrsgesetz. Und wir haben auch nur noch 10 Minuten. Ihr seht schon, wir haben so viele Themen, die wir mit euch besprechen könnten. Deshalb machen wir unser Online-Seminar auch. Aber es gibt noch ein paar Punkte, die wir jetzt hier noch unterbringen wollen. Ja, die Karten, es gibt gedruckte Versionen. Es gibt, wenn man auf der DFS-Seite guckt, da gibt es etwas, was man sich online angucken kann. Das müsst ihr gar nichts mehr kaufen mittlerweile. Das druckt euch einfach aus und fertig. Und jetzt sind wir bei meinem leidigen Thema, was wir hier haben. Man darf es jetzt nicht verwechseln mit den ganz normalen Drohnen. Also wenn jetzt hier einer mit seiner Spielzeugdrohne rumfliegt, das ist nicht unbedingt unser Thema jetzt. Das kommt später zum Tragen, wenn wir Fluggelände schützen müssen. Wir hatten da einige Vorfälle. Wir haben mal so eine ganz kleine Rundfrage gemacht. Ich hatte 15 E-Mails bekommen. Es gibt also weit über 20 Vorfälle und 5 Fälle, wo auch schon eine Drohne in Gleitschirm reingeflogen ist, mit unterschiedlichen Auswirkungen, Löcher in der Kappe, auch Leinen durchgetrennt. Das ist alles nicht so lustig und da sind wir dran. Und wir haben viel Widerstand vom, mittlerweile heißt BMDV, vom Verkehrsministerium. Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Jetzt zäumen wir das Pferd von hinten auf. Die DFS hat die Geländedaten von 1000 Geländen, dass die in diesen Apps, also jeder, der eine Drohne hat, hat entweder ein Handy oder einen Computer, guckt nach, darf ich hier überhaupt fliegen? Ja? Also ist hier ein Krankenhaus in der Nähe, darf er nicht fliegen und so weiter. Und da wollen wir auf jeden Fall darauf erscheinen, dass auch hier drauf steht, pass mal auf, hier ist ein Gleitschirmfluggelände, bleibt doch mal so ein bisschen weg als Warnung. Ne? Wir hatten wirklich Vorfälle, wo dann eine Drohne einfach vor dem Gleitschirmstartgelände hin und her geflogen ist. Ruhpolding war auch so ein Fall. Und dann gehen die Gleitschirmflieger zu dem Piloten hin mit der Drohne und sagen, Hammo, du kannst hier nicht fliegen. Wieso? Steht nichts in meiner App, ich kann hier fliegen. Ne? Und das ist natürlich doof. Das ist eine Sache. Und das andere, was uns beschäftigt, ist das, wo alle Staaten ganz wild dran sind, ist halt eben konventionellen Verkehr durch Drohnen zu ersetzen. Das fängt an von der Pizza, die über einen Karton, die über eine Drohne kommen soll, wird natürlich nicht stattfinden, kann kein Mensch bezahlen, bis zu Lufttaxis und sonst was. Da gibt es einen ganzen Haufen Regularien, das muss man jetzt alles nicht merken, steht da. Aber wichtig ist jetzt, es ist jetzt ab jetzt anwendbar, ab 26. Januar müssen alle Staaten, die Drohnen kommerziell oder beyond Vision Line of Sight, also nicht im direkten Sichtkontakt fliegen wollen, die müssen einen Use Space dafür einrichten. Und ich sage mal nur so viel, als das Ding rauskam, da haben in so einem Saal mit 300 Leuten von der Industrie haben gesagt, ah, da machen wir einfach den ganzen Luftraum Golf als Use Space und da haben wir doch Ruhe. Da können wir doch in aller Ruhe fliegen. Ne? Und dann uns gibt es aber auch noch. Ne? Also es war da nicht so einfach. Ja, weil wir, Helmut, wir sind eigentlich lange Zeit unterm Radar geblieben. Man hat uns gar nicht so wahrgenommen. Man sieht uns nicht so, wir fliegen auch im Flachland rum, schön und gut. Am Alpenrand, da kennt man das. Und jetzt sind wir in die Offensive gegangen und haben gesagt, wir sind 40.000 Piloten. Wir sind die größte Gruppe im deutschen Luftraum, die fliegt, also manntragende Gruppe. Und das war für uns eine Kehrtwendung. Wir haben es dargestellt und bei der Gelegenheit muss ich, das hört er jetzt nicht gerne, aber ich muss sagen, Helmut, der macht es hauptsächlich ehrenamtlich und hat sich da so reingefuchst in diesen ganzen Kampf gegen die Drohnen, dass wir nicht untergehen bei diesen Sachen. Und da könnt ihr ihm echt einen Applaus geben. Das ist wirklich einzigartig. Und
Ich will jetzt auch, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, es kommt gleich ein super Vortrag, aber das kannst du noch mal kurz erklären. Genau, das war also das, was wir vorhin erwähnt hatten, wenn alle Transponder hätten, haben wir gesagt, das geht nicht, um US-Space erkennbar zu sein, und deswegen also, muss irgendwas anderes her. Letztendlich hat die EASA auf Drängen auch unsererseits, muss man schon sagen, haben darauf hingearbeitet, dass es eine andere Lösung gibt und die beinhaltet zum Beispiel ein Vario, das eine FLAM hat. Also es gibt so etwas, das nennt sich ADSL, das ist abgeleitet von der Berufsfliegerei, von dem ADSB, ADSL, und das beinhaltet ein FLAM oder eine Technologie in dem gleichen Frequenzband, 68 MHz, und zum Beispiel so ein Handy. Ne? Jeder hat ein Handy dabei, ne? Da ist es schon, genau. Da ist, ich habe jetzt irgendein Vario, musste ich ja nehmen, könnt ihr nicht, also das Skytrax, ich habe das zu Hause liegen gehabt, also habe ich es da reinkopiert. Das ist Teil dieses Systems und das Prickelnde ist, es wird ein neues Protokoll entwickelt, das sollte auch den Monat jetzt fertig werden. Das nutzt die gleiche Hardware wie das FLAM und wenn das dann fertig entwickelt ist, dann kann das per Software-Update auf mein Vario aufgespielt werden und plötzlich habe ich nicht nur ein FLAM, sondern ich habe alle möglichen anderen Kommunikations-Input, Output und ich sehe, wo andere Verkehr ist. Und der U-Space-Betreiber, also der, der so ein U-Space etabliert, wo seine Drohnen da rumfliegen kann, der ist verpflichtet, all diese Signale zu erkennen. Und das wäre unter anderem eben unser 860 MHz Band oder eben auch unser Mobilfunkgerät. Da gibt es eine App, die wirklich gut ist, die kann ich empfehlen, Safe Sky. Das geht alles über einen, könnt ihr euch später mal runterladen, weil das kostet auch nichts, ne? Safe Sky, das geht alles auf einen Server und geht dann wieder hoch ans Gerät. Und Skytrax ist zum Beispiel jetzt gerade dabei, die haben das schon verbunden mit dem neuen. Das heißt, ihr kriegt auch dann an den Verkehr, alles was über diesen Safe Sky Server läuft, das kriegt ihr alles da angezeigt. Also eine Technologie, die uns auch weiteres erschließt, wenn das in 10 Jahren so ein Digital Flight Rules gibt. Genau. Außerhalb von U-Space haben wir eigentlich schon gesagt, ne, das war, wir wollen unsere Gebiete schützen. So sieht es in Deutschland aus, wenn man auf diese Tronic-App guckt. Ne? Diese roten Linien, da darf man nicht fliegen. Man sieht in anderen Ländern, in Wales, Schweiz, alles easy. Kannst du eigentlich überall fliegen mit einer Drohne, aber hier in Deutschland ist schon ein bisschen eingeschränkt. Ist uns egal, wir wollen trotzdem noch dazu. Wir wollen noch mehr rot machen. Ne? Ach, das hast du auch noch reingemacht. Okay. Ja, es gibt jetzt, im Dezember gab es ein neues Konzeptpapier von der Bundesregierung und entgegen der Empfehlung der EU wollen Sie den U-Space schon bis 300 Meter anheben. Aber es gibt weder einen, der bereit ist, ein U-Space Service Provider zu sein, weil es einen Haufen Geld kostet, da sind Millionen im Spiel, keine Lust. Die Genehmigung dauert im Moment irre lang. Also das ist ein halbes Jahr ist dabei. Wenn du heute sagst, ich brauche eine Aufstiegserlaubnis für das Forschungsprojekt, ist alles Krempel. Und diese Dinger da, ist auch schon einer in Dänemark runtergefallen. Das ist einfach nicht lustig. Das sind einfach dann auf Tauchstationen und weg Ware. Das willst du auch nicht haben. Also es gibt, die haben eine hohe Ausfallrate, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber es ist noch viel in der Entwicklung. Es gibt auch immer wieder einen langweiligen Artikel darüber von mir, aber trotzdem könnt ihr euch das irgendwann mal angucken, weil es geht in eine Richtung, die uns hilft letztendlich. Wir haben ein Projekt, wenn ich schon noch eine halbe Minute habe, ein Projekt in Aachen, da macht die TH Aachen, die RWTH Aachen, die hat da so ein Forschungsprojekt und da wollte jemand ein Gelände zulassen. Und da hat er schon angerufen und sagt, ey, das ist blöd, die haben da was und sonst was. Und dann hat man mit dem Professor gesprochen, der dieses Projekt da leitet und hat gesagt, ey, wunderbar, wir brauchen euch. Wir brauchen euch als Störenfried, wir wollen sehen, wie dieser U-Space funktioniert, wenn ihr da reinfliegt. Und das begleiten wir natürlich jetzt, ne? Also wir helfen da bei der Geländezulassung. Und auch mit den möglichen Technologien. Das kann auch durchaus mal sein, dass es einen verpflichtenden Flugtag gibt, wo die sagen, wir heute haben wir unseren Drohnen in der Luft, kommt bitte raus, fliegt mal, macht mal ein paar Windenschlepps oder sowas, ne, und dann mal gucken, wie weit wir da kommen. Da sind wir dabei, da bin ich ganz happy, weil wir da nicht mehr hinterher erfahren, sondern wir sind da wirklich aktiv dabei und können da sagen, ja, das könnt ihr machen, das müsst ihr sein lassen. Ne? Leider sind wir mit unserer Zeit am Ende und ich merke, ihr seid auch interessiert und es ist ein wichtiges Thema, weil für uns extrem essentiell wichtig, dass wir uns mit dieser Thematik noch intensiver auseinandersetzen. Unser Appell von uns beiden, haltet die Lufträume ein, ihr erleichtert uns wahnsinnig die Arbeit,
wenn ihr keine Luftraumverletzungen begeht, sondern eben regelkonform fliegt, weil dann ist es für uns alle gesichert, weil ein, zwei Vorgänge, und das war die Anfangsfolie, die wir gezeigt haben, die werden uns einschränken, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt. Wir beide wünschen euch eine super Flugsaison 2023. Wenn ihr Luftraumfragen habt, kommt ihr nachher zu uns, kommt ihr irgendwann mal zu uns oder schreibt uns eine E-Mail, dann werden wir uns darum kümmern. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Werbung zu machen. Der Hans Lang, du kommst auch eben auf die Bühne, der Hans Lang hat extra ein Buch geschrieben über Luftraum und über ein bisschen Luftrecht und das vertreibt er, hat da drüben einen Stand. Hans, vielleicht sagst du ein paar kurze Worte dazu. Ja, Hans Lang ist mein Name. Ich habe mich hingesetzt und habe all das, was wir während Corona gelernt haben, mit Homeoffice, mit Zoom-Konferenzen, mit Webseminaren, mal in ein Buch zusammengefasst. Da geht es um nichts anderes als um die ganzen Flugregeln. Das Ganze könnt ihr euch aufs Klo stellen oder ins Regal zaubern. Man kann alles nachlesen. Es ist immer noch aktuell, auf dem neuesten Stand. Ihr findet mich da hinten mit so einem klitzekleinen Stand, wo es um Luftrecht geht. Ich habe Messepreise mitgebracht. Das ganze Ding ist nicht nur gedacht für Schüler in Ausbildung, sondern das soll eigentlich so ein Fliegerleben begleiten. Alles, was da drin steht, ist im Prinzip internationales Recht. Ja. Das kann man sich ruhig mal aneignen. Vielen Dank, Hans. Gerne, dann danke schön auch. Und ich verabschiede mich heute jetzt als Vortragender und auch den Helmut. Danke.